Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von AZTV. Wie Sie bereits auf azonline.de gelesen haben, wird eine Familie aus Winsenluhe vermisst. Seit Freitag sucht die Polizei nach der Familie Schulze aus dem Ortsteil Drage. Mutter Silvia, 43 Jahre, Tochter Miriam, 12 Jahre und Ehemann Marco, 41 Jahre, sind verschwunden. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Weitere Details finden Sie bereits aktuell hier auf azonline.de. Hinweise richten Sie bitte direkt an die Polizei. Die Telefonnummer finden Sie im entsprechenden Online-Artikel. Klare Vorstellungen bezüglich der Unterbringung von Asylbewerbern auf dem ehemaligen BGS-Gelände in Bad Bodenteich äußert die CDU-Fraktion im Fleckenrat. Maximal 150 Menschen sollen dort untergebracht werden, fordert die Mehrheitsfraktion. Die Vorschläge stoßen bei der Minderheitsgruppe von SPD, Dr. Hinze und Grünen jedoch auf scharfe Kritik. Mehr lesen Sie morgen in der AZ. Mit einem Medienrummel begann heute vor dem Stendaler Landgericht die Verhandlung gegen die damalige Stiefmutter der verstorbenen Emily. Der 20-jährigen Angeklagten Katja B. wird vorgeworfen, das kleine Mädchen seit Dezember 2014 misshandelt und es Anfang Februar zu Tode geschüttelt zu haben. Seit dem 11. Februar sitzt B. in Untersuchungshaft. Mehr lesen Sie bereits aktuell hier auf azonline.de. Zum Schluss der Sendung wie immer ein Blick auf das Wetter. Tja, und das fällt morgen im Kreis Uelzen traurig aus, das sagt unser AZ-Wettermann Zaki voraus. Zeitweise ziehen Schauer oder etwas Regen durch und die Sonne lässt sich kaum blicken. Dazu bläst ein frischer bis starker Südwestwind am Nachmittag in Böen bis 70 Stundenkilometern. Die Werte liegen zwischen 12 und 18 Grad. Das war AZTV für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich auch morgen wieder.